Lieben und willkommen zu einem neuen Buchvorstellungsvideo. Und zwar hat mich gestern eine Post erreicht, von der ich gar nicht wusste, dass sie kommt. Dankeschön an dieser Stelle an meine zwei wundervolle Freundinnen. Das ist einmal die Silva und die Sonja R. Die haben mir dieses Buch zugeschickt als ein kleines Geschenk einfach vom Herzen, der vom Herzen kommt. Und ich habe mich verwundert, weil ich habe mir dieses Buch zweimal vorbestellt, bevor das überhaupt erschienen ist. Und dann haben Mädels gezeigt bei uns in der Gruppe, ah, mein Buch ist gekommen. Ich so, hä, warum ist meins nicht da? Ich habe die vorbestellt, ne? Und dann gucke ich, die wären erst Mai lieferbar. Und dann habe ich gesagt, hey, komisch, ne? Und dann habe ich sie abbestellt, weil ich sehe das nicht ein. Ich meine, man kann es schon jetzt kaufen und meine kommen erst im Mai. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist nicht so wichtig, ich habe ganz viele Bücher da, das hole ich mir irgendwann mal dann. Und dann kam gestern die Post und ich mache so auf und denke, hey, ich habe doch die abbestellt. Also es kam ein Buch, nicht zwei, ne? So wie ich immer, ne? Zwei Bücher. Da habe ich gesagt, ich habe das doch abbestellt und dann rate. Ich habe gesagt, habe ich das doch aus Versehen bestellt? Und dann denke ich, nee, eigentlich nicht. Und dann kam ja so die Sonja R. in den Kopf. Er hat gesagt, ach, hat sie bestimmt was gemacht, weil da war kein Zettel drin. Deswegen, normalerweise kannst du das als Geschenk verschicken und dann machst du so eine Nachricht, dann weißt du, von wem das kommt. Da war nämlich nichts drin. Dann habe ich gesagt, ist bestimmt die Sonja. Habe ihr geschrieben, die so, ja, sie und die Silvia haben das gemacht. Also erstmal ein ganz, ganz Dankeschön an euch beiden. Ganz liebes Dankeschön. So sollte man den Satz auch zu Ende sprechen. Wie ihr merkt, bin ich nicht in meinem Malzimmer, sondern woanders. aber egal. Ich stelle euch das Buch trotzdem vor. Das habt ihr bestimmt schon jetzt auf YouTube 100.000 Mal gesehen. Egal. Ich mache es das 100.000. und einmal. So. Das ist das neue Buch von Kerberos Sands. Mythic. Oh, ich und mein Englisch, ne? Also ich finde das Buch schon sehr interessant, aber das fühlt sich auch so ein bisschen rau an. Ich finde es schön. Ich finde alle seine Bücher schön. Und so sieht das hinten aus. Ich glaube, was ich vorbestellt hatte, war auf Deutsch. Und auf Deutsch kommt es erst im Mai. Das ist ja auf Englisch. Vermute ich mal. Weiß nicht so genau. Oh, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie... Für mich ist das dann ein bisschen schwer, wenn ich dann so hoch mache, dann sehe ich den Bildschirm nicht und weiß nicht, ob das scharf genug ist. Ich müsste dann ganz hoch machen und mich hinstellen, aber ich habe auch keine Lust zu stehen. Also schiebe ich so ein bisschen. Ich habe hier mir ein paar Markierungen schon reingemacht, welche Bilder ich denn gerne mal ausmalen würde. Ja, die Zeit. Das sind noch so viele andere Bücher, die darauf warten, von mir koloriert zu werden. Also es ist so ein bisschen düster, mystisch, ne? Also es ist auch nicht jedermanns Sache. Aber so ganz schlimm finde ich die Bücher, also die Bilder jetzt auch nicht, dass sie mir Angst machen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich habe hier eine Markierung drin. Also den hier, den haarigen Freund. Finde ich schon interessant. Ich versuche mal, ich stelle mich durch. Schluss hier mit Faulenzerei. Das ist besser so. Die Markierung kommt wieder rein. Ich finde hier schön, hier könnte man die Fellstruktur der man so kolorieren. Weil hier hat er auch, was bei ihm auch gut ist, der zeichnet schon Schatten und Licht, Licht und Schatten so ein. Das heißt, dass man hier im hellen Bereich ist und hier schon etwas dunkler geht. Das macht Kirby ganz gut. Der erleichtert einem die Arbeit so ein bisschen, wenn man dann nicht so geübt ist. Weil ich finde Licht und Schatten gar nicht mal so einfach.
egal wie oft ich das übe, das ist eine Doppelseite, also ein Doppelbild, Doppelbild, Doppelseite, ihr wisst schon, was ich meine. Das Bild finde ich auch gar nicht mal so schlecht, aber irgendwie habe ich jetzt nie so das Bedürfnis, das jetzt unbedingt los. Das sieht schön aus. So, es ist echt nicht schlecht. Aber wisst ihr was, ich markiere mir, ich habe hier noch eine, ich markiere mir das so mal. So schnell werde ich das bestimmt nicht, aber es ist wirklich nicht schlecht. Oh, ich muss, wisst ihr was ich muss? Ich muss pieseln. Oh mein Gott, too much information, aber egal. Das sieht auch irgendwie, das hat was, irgendwie so... Jetzt habe ich gedacht, da kommen mal das hier, ne? So die Bäume, Baumstruktur von der, das ist ja Birke, glaube ich, so ein bisschen zu üben. Aber dachte ich, ja, nee, das finde ich mega, das Bild. Ich glaube, ich muss euch gleich auf Pause machen. Sonst habe ich gleich ein feuchtes Höschen. Das sieht auch mega aus, oder? Aber so viele grüne Details. Oh Gott, oh Gott. Leute, ich muss euch echt auf Pause machen. Ich habe schon Gänsehaut. Also bis gleich. So, bin wieder da. Ich sag's euch. Das Höschen wäre nicht nur feucht gewesen. Das wäre richtig nass gewesen, wenn ich jetzt noch gezögert hätte. Also, das sieht wunderschön aus. Aber wie viel Grünzeug da ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hier müsste man ja dann diese Spiegelung hinbekommen. Also ein bisschen schwächer das Ganze und so ein bisschen verschwommen, da er ja im Wasser ist. Aber ich finde das Bild mega. Das sieht schon so richtig toll aus. Also hier hinten im Buch, ne, also hier, da stehen, welche Mythen das sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht alle gewusst, vielleicht 2, 3. Aber sonst beschäftige ich mich damit eher weniger. Hier habe ich Marker drin, das finde ich interessant. Also, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Aber was mich hier so, was ich so ein bisschen komisch finde, sind schon die Gesichter. Also, weiß ich nicht. Wird das jetzt ein bisschen unscharf oder was ist los? Ja, also, die Gesichter sind schon ein bisschen. Naja. Was ist jetzt denn mit meiner Kamera? Ich weiß manchmal nicht, nimmt sie jetzt richtig rum auf oder nicht? Ja, dass ich jetzt hier bewegen musste. Also ich finde, er kann so richtig toll Tiere malen und sowas. Hier habe ich auch. Also ich finde beide Bilder sehr toll. Das finde ich mega. Das
das Phönix? Ich glaube, es muss Phönix sein. Ne? Aber auch mal ein bisschen grün. Oh. Hier habe ich auch einen Marker. Ich finde das Bild mega. Wieder so ein Doppelbild. Noch ein Doppelbild. So ein doppeltes Bild. Sieht wie in einem seiner Bücher, da war nur, glaube ich, Drachenauge. Aber so auch so in der Art gemacht. Das sieht auch mega aus. Das ist so richtig, richtig wie bei, wie heißt der Film? Vedum? Keine Ahnung, ging es so. Wenn man das so hinbekommt. Habe ich hier so ein Venom, glaube ich. Ich um mein Englisch. Hier habe ich doch ein Blatt vergessen. Hier finde ich tatsächlich beide Seiten total cool und total schön. Hier finde ich das Gesicht auch mega gut geworden. Und hier auch. Also ich finde das Bild auch total interessant. Das ist jetzt nicht meins. Spricht mich überhaupt nicht an. Hier habe ich eins drin, ich finde das mega, das ist das Bild, was hier hinten ist. Das ist auch eine Doppelseite. Noch eine Doppelseite. Das Bild hier finde ich auch mega, aber da sind so viele Details, wirklich. Wenn ich das malen würde, würde es ewig dauern. Hier habe ich einen Marker drin. Ich finde das Bild nicht schlecht. Ich finde, ich habe so eine Idee, wie die Farbe hier sein sollte. Das ist auch nicht schlecht, aber guck mal, wie viele kleine Details. Das sieht auch toll aus. Aber das ist auch, da muss man sich wirklich richtig Zeit lassen, um das richtig schön auszuarbeiten. Nochmal eine Doppelseite. Und hier ist das Cover. Atlantis ist das. Und wie gesagt, hier hinten stehen die ganzen Mythen. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das kleine und kurze Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.